Geistheilung ist meines Erachtens nach auch die einzige Form der wirklichen Heilung. Der göttliche Geist muss in jedem Menschen lebendig gemacht werden. Und dann geschehen die Wunder. Und die zeige ich täglich. Ich habe dann gedacht, ich vollbringe Wunder, die sichtbar und beweisbar sind. Ich muss das jetzt schaffen, dass die Geistheilung in Deutschland anerkannt wird. Ja, wenn mal dieses Feuer in einem zu lodern begonnen hat, ich hatte schon genug Werkzeuge in der Hand, schon genug Heilungen vollbracht, dann wird das immer stärker und dann sucht man auch nach Wegen. Das ist ein Quantensprung, was das geistige Heilen betrifft, in ungeahnter Ausdehnung. Sowas gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht. Im Mittelalter hat man die Weisen, die Heiler, die Naturkundler, die Kräuterkundler, die hat man verbrannt. Die wollte man auch nicht haben. Pioniere sind immer Kämpfer. Der Mensch muss erst einmal die Geistesreife in sich entwickeln, dass der Mensch erkennt, dass er eins mit Gott ist, dass es nie eine Trennung gab. Eigentlich ist jeder Mensch ein Heiler. Ohne Ausnahme. Er muss auch nicht speziell dafür geeignet sein. Er hat das Potenzial schon in sich. Wir sind ja nur zu einem bestimmten Prozentsatz dieser Körper. Wir haben ja ganz andere Bewusstseinsanteile. Wir sind universelles Bewusstsein.